Sie haben wohl richtig erkannt, dass der erste Sprecher oder zumindest der erste Satz eine Imitation eines Österreichers sein sollte, der zweite die Imitation eines Deutschen und der dritte Satz eines Engländers. Gehen wir nun zurück zum ersten Satz oder zum ersten Teil des ersten Satzes. Österreich, Italien. Was macht das so österreichisch, beziehungsweise was macht es so italienisch? Der Italiener sagt Buongiorno, Buongiorno. Wir haben also ein sehr stimmhaftes B in Buon, ein stimmhaftes G für Giorno. Wir haben ein Zungenspitzen-R und dadurch, dass ich das R vorne spreche, ist das O geschlossen, Giorno. Im Österreichischen machen wir normalerweise keine Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten. Das heißt, für uns ist ein B und ein Tsch und wir denken uns nicht mehr dabei. Zusätzlich tendieren wir dazu, ein UO nicht genau auszusprechen, sondern wir verkürzen das Ganze zu einem O. Buongiorno. Buongiorno ist dieses klassische, das wir hören von allen Österreichern, die in Italien Urlaub machen. Buongiorno. Was passiert da alles? Bon ist ein viel zu hartes P. Das U ist verschwunden. Das Tsch ist wie bei der Eisenbahn, aber nicht mehr ein Dsch. Und dadurch, dass wir das R hinten sprechen als Zäpfchen oder uvularis R, reißen wir das O davor zu einem äußerst unschönen Ohr auf. Ich sage also nicht mehr Giorno, sondern Giorno, wenn ich das R überhaupt ausspreche. Was müssen wir also tun, um das Italienisch klingen zu lassen? Wir müssen stimmhafte und stimmlose Konsonanten unterscheiden, ein B und ein G sagen, das R sprechen, und zwar immer als Zungenspitzen-R und möglichst genau artikulieren.